Vorsicht! Dieses Video soll eine Provokation sein und eine Verteidigung von Predigern, denen vorgeworfen wird, zu provokant zu sein. Sie seien zu provokant, weil sie Aussagen machen wie diese. Mit der Presse brauchst du nicht mehr zu reden, weil mittlerweile, wir wissen, nicht alle, Barakallahu fikum, nicht alle, wirklich, nicht jeder Pressevertreter und nicht jeder Politiker ist Lügner. Aber die meisten Lügner sind Politiker und Pressevertreter. Oder wie diese. Erstes Mal werde ich jetzt eine Forderung stellen. Wir als Verein wollen die gleichen Rechte haben wie in England. Die Familien sollen nach islamischem Recht ihre Probleme lösen. Die Erben sollen nach islamischem Recht gelöst werden. Die Familien sollen nach islamischem Recht ihre Probleme lösen. Die Familien sollen nach islamischem Recht ihre Probleme lösen. Die Familien sollen nach islamischem Recht ihre Probleme lösen. Die Erben sollen nach islamischem Recht gelöst werden. Oder wie diese. Ich will euch nur eins sagen. Für diejenigen, die kritisch sind, ist egal, ob das Antifa ist, von mir als NPD ist. Eine grüne Politikerin hat gesagt, wir reden nicht mit Fundamentalisten. Wir, was uns angeht, wir reden mit allen Fundamentalisten. Rechts, links, grün, oben, unten, geradeaus. Alles kein Problem. Wir sind überzeugt von unserer Sache und wir haben nichts zu verstecken, weil wir sagen, was wir denken und weil wir tun, was wir sagen. Oder wie diese. Wenn wir die Strafe von einem Mürtet, müssen wir wissen, dass die Fuqaha vom Koran und Sunna, die Jma'us Sahabe, ein stimmiges Argument von der Sahabe, dass er wird getötet mit einem Schwert, wird ihm seine Nacken abgeschnitten, wird ihm seine Nacken abgeschnitten, wird ihm seine Nacken abgeschnitten. Oder wie diese. Aber wir sind hier und wir werden jedes Mal, wenn ein Saal abgesagt wird, das sage ich auch den Behörden, sollen das ihren Vorgesetzten Bescheid sagen, werden wir überall, egal ob das in Süddeutschland ist, im Ostdeutschland, im Norden, im Mitteldeutschland, werden wir Kundgebungen vor den Saal machen oder vor den Rathäusern. Aber wir werden nicht schweigen. Aber wir werden nicht schweigen. Aber wir werden nicht schweigen. Oder wie diese. Die sagen in ihren Videos, dass sie... Guck mal. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Leute, ne, oder? Wir reden gerade darüber, man soll die Menschen gut behandeln, man soll sich von Rassismus fernhalten, ja? Aber das wollen die nicht hören, was wollen die hören? Was wollen die hören? Was wollen die von mir hören? Was sollen die hören? Freuen die sich, wenn ich sage, ja, geht auf die Menschen los? Das finden die gerne. Das finden die gerne. Subhanallah. Aber Leute, ich bin es gewohnt, wenn du auf der Wahrheit bist, musst du es gewohnt sein, ausgepfiffen zu werden. Da musst du es gewohnt sein, ausgebuht zu werden. Aber das wird uns nicht aufhalten. Und ich habe euch gesagt, ich werde hier heute hinkommen. Und da kann mich keiner dran aufhalten. Und ich bin hier, um diese Botschaft nach vorne zu bringen. Und es ist mir egal, ob sich die ganze Welt gegen uns versammelt. Denn wir haben jemanden, der auf unserer Seite ist. Allah. Oder wie diese. Deswegen, was hier steht, ist gelogen, weil diese Zeitung war gar nicht anwesend. Diese Zeitung war gar nicht mal anwesend. Die können sagen, wir haben ein Bild gemacht, wo gar nicht die Erfolge ist, wo gar nicht ein Auto ist. Das heißt, wo die Masse manipulieren und Hass zeigen und schreiben, Hassprediger gestorben. Ich rufe von hier. Alle Organisationen, alle Personen, alle Medien, die behaupten, dass Pierre Vogel ein Hassprediger ist, sollen sie uns zeigen, nur einen Satz, nur einen einzigen Satz, wo er Hass gepredigt hat. Zeigen Sie uns bitte, wo hat er Hass gepredigt?
Wir wollen mit diesem Video all diejenigen provozieren, die nur freundliche Situationen des Propheten a.s. und der Sahaba betonen, jedoch gleichzeitig die Situationen, wo die Sahaba und unser Propheten a.s. Stärke zeigten, ausblenden. Wir wollen betonen, dass die Grundlage bei der Dauer die Freundlichkeit ist. Man darf aber Freundlichkeit nicht mit Unterwürfigkeit oder mit Schmeichelei bzw. mit Verstecken verwechseln. Provokation bedeutet eine Reaktion herausfordern. Von Islamhassern wird alles als Provokation aufgefasst. Unser Maßstab bei der Analyse, welche Provokation falsch oder richtig ist, ist Koran und Sunna und nicht das Wohlgefallen des Bundesinnenministers. Wir freuen uns schon auf die hilflosen Versuche, dieses Video zu widerlegen. In diesem Video geht es beispielsweise um Personen wie Bilal, Abu Dhar, Uthman ibn Mas'un, Umar, Abu Bakr und unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, achi, die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Liebe zu dieser Religion, die Loyalität zur Religion, die Loyalität zu den Sahaba, brauchen wir mehr als Essen und Trinken. Weil Essen und Trinken, achi, dein Körper stirbt. Na und? Wenn dein Körper gestorben ist, der wird sowieso irgendwann sterben. Dann gehst du, wenn du hattest aber Iman, kommst du ins Paradies. Aber wenn dein Iman stirbt, hast du ein Problem. Wir müssen uns immer wieder motivieren. Es gibt wirklich Brüder, ihr müsst wissen, wir haben ein Identitätsproblem. Du siehst heutzutage, wenn du jemanden fragst, einen Muslim, ja, muslimischen, jüdischen, wie heißt der Sänger so und so, der kann dir komplett die Lieder auswendig singen. Der kennt eben sein Leben, seine Geburt, sein alles drum und dran. Wenn ihr über den Propheten a.s. fragst, weiß der nichts. Und deswegen, man ist so weit entfernt, Bruder, und ich sehe, dass immer wieder Leute schreiben uns an, sagen, ja, warum habt ihr dieses gemacht, jenes gemacht? Die kennen den Propheten nicht. Ach, die denken, der Prophet a.s. ist so einer gewesen, der mit gesunkenem Kopf und Angst durch die Straßen gegangen ist. Ach, das ist ein Mann gewesen, der Hizze hatte. Das ist ein Mann gewesen, der Hizze hatte, Bruder, bei der Schlacht von Hunayn. Ach, da waren sie 12.000 Mann, die Kuffar waren über 20.000 Leute. Und die sind in den Hinterhalt hineingekommen, die Muslime. Und es sind so gut wie alle laufen gegangen. Was hat der Prophet gemacht? Der ist auf die Kuffar zugeritten. Und die mussten sein Pferd zurückhalten. Egal, es wird gesagt, waren nur noch 14 übrig geblieben. Und danach waren sie bis zu 100. Die anderen 20.000. Und dann kamen die Muslime dann wieder zurück. Der ist auf die zugeritten, hat gesagt, Anna Nabi la Kadhib, Anna ibn Abdul Muttalib. Ich bin der Prophet, das ist keine Lüge. Ich bin der Sohn, der Nachfahre von Abdul Muttalib. Kannst du dir das vorstellen? Ach ja, aber das ist das, was wir nicht kennen. Sondern uns wird beigebracht, dass wir eine Religion für Weicheier und Pampersrocker sind. Das ist das Problem. Aber das ist keine Religion für Weicheier und Pampersrocker. Das ist was für Leute, die was drauf haben. Aber das ist von den Kuffar eine Masche. Weil wenn du dem Löwen seine Zähne ziehst, kann der Löwe dich nicht mehr beißen. Wenn dem Muslim das Gefühl gibst, richtig ist es, sich zu ducken, dann steht doch nicht mehr auf. Aber es ist nicht richtig, sich zu ducken, sondern es ist richtig aufzustehen. So wie der Prophet aufgestanden ist. Jetzt kommen wir zu den Geschichten. Erste Sache. Bilal ibn Rabah. Wer ist das? Der erste Muadzin des Islams. Wer hat ihn gequält am meisten? Wie hieß der? Sag. Wer hat den Bilal ibn Rabah? Sag mal laut. Sag doch mal. Du hast doch gerade gesagt. Wie hieß der? Da brauchst du mich zu schreiben.
Umayyah ibn Khalaf. Was hat Bilal gemacht dann? Ihr wisst das sicherlich, was er gesagt hat. Ahad und Ahad. Ahad und Ahad. Und warum hat er das gemacht? Da wird von ihm überliefert, dass er das gemacht hat, um die wütender zu machen. Der hätte ja auch den Mund halten können. Aber Achi, das war ein Sahabi gewesen. Der hatte jeden Grund dazu gehabt zu sagen, aua, jeden Grund. Achi, der wurde auf die heiße Wüste, der wurde ein Stein, ein Felsen auf die Brust, der wurde am Seil durch die Straßen gezogen. Achi, der hatte jeden Grund gehabt, aua zu sagen. Aber Achi, wallahi, deswegen müssen wir diese Geschichten trinken, damit das in unsere Herzen reingeht. Aber was hat er gesagt? Ahad und Ahad. Ahad und Ahad. Und wisst ihr, wo Ahad und Ahad? Der Schlachtruf der Muslime geworden ist. Wo? Wo haben die das gesagt? Bei welchem Kampf? Bei Ghazwat al-Badr. Bei Ghazwat al-Badr, als es losgegangen ist, haben die Muslime Ahad und Ahad. Da sind die Schwerter gekommen. Ahad und Ahad. Ahad und Ahad. Ja? Auf jeden Fall. Ganz kurz dazu. Wie gesagt, Bilal hat das gemacht, um die zu ärgern. Da hat keiner gesagt, ja, ist zu provokant. Das hat doch so eine Reaktion heraus, oder? Dass sie noch weitermachen. Natürlich, das trifft jetzt ihn, aber okay. Heutzutage gibt es Leute, wisst ihr, was die sagen? Das war ein Fehler von Bilal. Der wäre besser leise gewesen, dann hätten sie ihn vielleicht weniger gequält. Ohne Quatsch, Achi. Ohne Quatsch in Deutschland, Achi. Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar al-Ghifari. Wenn du in die Bücher gehst, Bilal, überall wird das erwähnt als etwas, wo die Gelehrten von damals gesagt haben, boah, guck dir diesen Mann an. Ja, jetzt, Abu Dhar al-Ghifari. Der kommt nach Mekka, nimmt den Islam an. Der muss das rausbringen. Am nächsten Tag geht er zur Kaaba in der Zeit. Das ist nicht wie Deutschland, Achi. Der Vergleich hinkt sogar so, Bruder, weil denen ging es richtig an den Kragen. Achi, der geht zur Kaaba und stellt sich dorthin, sagt, La ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Alle Leute kommen auf den drauf. Schlagen den zusammen. Was macht er am nächsten Tag? Der geht wieder dorthin, stellt sich vor die Kaaba und brüllt. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Es wird gesagt dreimal. Überall in den Büchern von Sira, von Sahaba, wird das erwähnt, um zu zeigen, was Abu Dhar al-Ghifari für ein Mann ist. Was er für eine Liebe für die Religion hat. Dass er keine Angst hat. Heutzutage in Deutschland gibt es Leute, die erwähnen das als siehst, er hat einen Fehler gemacht. Wäre er besser leise gewesen. Dann hätte er keine Schläge bekommen. Kannst du dir das vorstellen, Bruder? Da siehst du, wie die Religion verdreht wird. Ach, guck dir ein Buch, Bruder, zeig mir ein Buch, sag ich. Zeig mir ein Buch, wo ein Gelehrter das interpretiert als etwas Schlechtes zu Abu Dhar. Ach, guck dir ein Buch, Bruder, zeig mir ein Buch, sag ich. Zeig mir ein Buch, wo ein Gelehrter das interpretiert als etwas Schlechtes zu Abu Dhar. So, nächste Geschichte. Uthman ibn Maf'ul. So, wenn man Uthman sagt, und das ist so wieder traurig, jedem fällt nur ein, Uthman ibn Affan. Ich meine, das ist schon gut, wenn der einem einfällt. Alhamdulillah. Aber Uthman ibn Maf'ul, ach, ist eine richtige Persönlichkeit, das ist ein Sahabi gewesen, Achi, wo der Prophet, das ist der erste Sahabi, das ist einer der ersten, die zum Islam konvertiert sind. Von der richtigen Anfangszeit, von den Sabiqun al-Awwalun. Und das war ein richtiger Zahid gewesen, den der Prophet gesagt hat, er soll sich etwas mehr auch um seine Frau kümmern, sinngemäß, weil der sich nur um Ibadah gekümmert hat. Das war der erste, der in Medina in Baqi' beerdigt wurde. Und der Prophet hat geweint, weil er gestorben ist. Uthman ibn Maf'un war bei der ersten Hijra nach Habascha der Führer der Muslime gewesen. Manche sagen, es war Uthman ibn Affan. Ja, aber nach dem, was ich bisher erforscht habe, und das habe ich auch beim Buch von Mahmud al-Masri gefunden, diese Sache, er war der Führer der Muslime in dieser Zeit gewesen. Was war mit ihm gewesen? Ihr müsst vorstellen, zur damaligen Zeit war es so, wenn du in Mekka überleben wolltest, musstest du in den Jiwar von einem Käfir. Jiwar heißt in den Schutz. Das heißt zum Beispiel, ein Käfir sagt, zum Beispiel Al-Walid ibn al-Mughira, ein Starker von den Mushrikun, sagt, Uthman ibn Maf'un ist mein Schutz.
Keiner darf ihm wehtun, der kann sich hier bewegen, wie er will. Die, die keinen Schutz hatten, wurden platt gemacht. Deswegen, der Prophet war auch im Schutz. Von wem? Von Abu Talib. Jetzt, Uthman ibn Maz'un war im Schutz gewesen. Von wem? Von Al-Walid ibn Al-Mughira. Und da sagte er, Wallahi, ja, ich gehe hier im Schutz von einem Käfir hin und her in Tag und in Nacht und mir passiert nichts. Ja. Und meine Gefährten und Al-Din yalkauna ma la yusibuni. Ja, der sagt also, das, was die trifft, was ist das? La naqsun kabirun. Das ist für mich ein großer Mangel. Das ist ein großer Verlust für mich. Die kriegen die Schläge und ich kriege gar nichts ab. Kannst du dir vorstellen, das ist dem sein Verständnis. La naqsun kabirun fi nafsi. Dass die Schläge kriegen und ich bin geschützt von einem Muschrik, der mich beschützt. Dann geht er zu dem Al-Walid al-Mughira und sagt zu dem, ich möchte deinen Schutz nicht mehr. Arda bi jiwarillah. Ich bin zufrieden mit dem Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Da sagt der Al-Walid ibn al-Mughira, dann musst du das öffentlich zurückgeben. Hat er es öffentlich zurückgegeben vor der Kaaba. Was dann passiert? Ja. Da kam einer, ein Scheib, der hieß Labid ibn Rabi'a. Du musst dir vorstellen, damals Shir, diese Poesie, war richtig bekannt. Als wenn also jetzt ein ganz bekannter Musiker nach Mekka kommt und der ist seinen Schirr am Vorsagen, ja? Und alle Leute sind um ihn rum und wollen zu und oh, das ist Labid, Labid, Labid. Und die kommen alle an. Ne? Und dann sagt dieser Labid, so, und der Uthman geht auch dorthin. Uthman bin Maz'un geht auch dorthin. Und dann sagt er, ala kullu shay'in ma khala'i batilun. Sagt er. وكل نعيم لا محالة زائل. Als er das erste sagt, ala kullu shay'in khala Allah batilun, also alles neben Allah ist falsch, nichtig und so weiter. Was sagt er? Aus dem Publikum heraus sagt der Uthman, sadaqt. Stimmt. Guck mal. Ganz im Wohlstand, alle Leute sind versammelt. Oh, oh, das Labid. Kommt dann so ein normaler Mann von den Muslimen. Und dieser Star redet, sadaqt, hast die Wahrheit gesprochen. Dann sagt er, wa kullu na'imin la mahalata za'ilun. Und jedes Na'im wird vergehen. Was sagt er zu dem? Kazzabt. Na'imul jannati la tazal. La tazul. Das ist der, du hast gelogen. Das Na'im vom Paradies vergeht nicht. Dieser Labid, der fühlt sich beleidigt. Da sagt zu den, oh ihr Leute von Quraysh, das war hier vorher, war das bei euch, war das nie so gewesen, ne? Dass die Leute, die zu euch kommen, hier so beschimpft werden oder so auf diese Art, ja? Da sagt einer, ach, es ist Zafir und es ist Sufaha. Er ist einer von den Dummköpfen sozusagen, ja? Und dann gibt der Uthman das Wort zurück. Stell dir mal vor, so eine Aktion würdest du heute bringen. Der große Politiker kommt in die Stadt. Und er hält da seine Rede und dann stehst du mitten im Publikum auf und sagst, du hast gelogen. Ach, bei uns, ach, sogar wenn so ein Lügenbaron von Freddy the Fraction, so ein Typ kommt, der erzählt hat, hier sind die Terroristen, die wollen Kinder zu Terroristen ausbilden. Und dann sagen die Muslime, Lügner, Lügner. Da sagen die Muslime nachher, boah, das ist aber ein schlechtes Benehmen. Verstehst du, was ich meine? Ach, bei Freddy, bei solchen Leuten, ja, versteht ihr? Bruder, das will ich damit sagen, ach, wir haben die Religion nicht kapiert, ach. Wir haben die Religion nicht verstanden, immer diese Ehrfurcht, immer dieses so, ach ja, bitte, oh Frau Merkel, kann ich Ihnen noch etwas, kann ich vielleicht für Sie die Füße sauber machen, ach. Wer ist das? Ach, wer ist das? Ja, ich kann die gut behandeln, ich kann die Menschen gut behandeln, das sollten wir auch tun. Aber ach, wir müssen uns nicht selber erniedrigen. Subhanallah, achi, wir sind Muslime. Nahnu qawmun azzana Allah bil Islam. Fa idh ibtaghayna al-izzata bighayri adhallana Allah. Wir sind ein Volk, Allah hat uns durch den Islam stolz gemacht.
Wenn wir den Stolz durch etwas anderes wird es Allah erniedrigen. So, jedenfalls was passiert, es ging ein Wort nach dem anderen und dann haben die den geschlagen. Und er hat einen aufs Auge bekommen, das Auge wurde halt, ein blaues Auge bekommen. Dann kam der Al-Walid ibn al-Mughira, ja, guck mal, wärst du doch in meinem Schutz gewesen. Ja? Guck mal, heutzutage, wenn irgendwas passiert, du kriegst irgendeinen Schaden auf dem Weg Allahs, heute, wir sollen da ohne Schaden machen. Deutsch, neue Version. Was hat der gesagt? Was hat Uthman gesagt? Wir fragen, wer hat mehr Verständnis? Uthman ibn Maz'un, einer der großen Sahaba des Propheten, oder irgendwelche Leute in Deutschland, die dort rumtingeln, tangeln. Was sagt Uthman ibn Maf'un zu Al-Walid ibn al-Mughira? Der sagt, Inna ayni sahiha la fakiratun illa ma asaba uchtaha fillah. Boah, Inna ayni sahiha la fakiratun illa ma asaba uchtaha fillah. Das Auge, das gesund ist, das ist arm gegenüber dem Auge, gegenüber dem, was die Schwester, also das andere Auge, auf dem Weg Allahs an Schaden getroffen hat. Sinngemäß. Das heißt, nach dem Motto, es wäre gut, wenn das andere Auge auch noch blau gewesen wäre, auf dem Weg Allahs. Ja, das ist das Verständnis, Achim. Das war Uthman. Jetzt kommen wir zur nächsten Granate. Jetzt kommen wir zur nächsten Granate. Die nächste Granate ist Abu Bakr. Abu Bakr ist rausgegangen, der wollte auswandern. Der war schon 2 Tage von Mekka entfernt. Da hat er eben Durunna getroffen. Das war einer der Führer der Ahabish, von Stämmen, die um Mekka herum sind. Er hatte gute Verhältnisse zu den Quraysh. Und da hat er dem gesagt, Achrajani kaumi fa'asihu abuda rabbi. Oder Okamakol. Mein Volk hat mich rausgeworfen und so bin ich rausgegangen und ich versuche halt eine Erde zu finden, wo ich Allah halt diene. Da sagt er, Mithluka la yachrush wa la yukhrash. So jemand wie du, der geht nicht raus, der wird nicht rausgeworfen. Und dann zählt er gute Eigenschaften voraus, du machst dieses und du bist gut zu den Menschen und so weiter und so fort. Sagt zu ihm, du bist in meinem Shibar, in meinem Schutz. Und dann ist er mit Abu Bakr nach Mekka gegangen. Und die haben das angekündigt, Abu Bakr ist im Schutz von Ibn Duhunna. Dann haben die Quraysh gesagt, aber eine Bedingung, wir wollen nicht, dass er an der Kaaba betet. Wollen wir nicht. Warum? Warum wollen die das nicht? Weil die gesagt haben, das ist eine Fitna für die anderen Leute, die sehen, wie der betet und der fängt an zu weinen und so weiter und so fort. So war Abu Bakr. Das wollten die nicht. Weil das Gebet, Bruder, wenn jemand das Gebet sieht, ach, das ist eine Dawa. Das ist für den, der ein offenes Herz für Islam, eine Dauer an sich. Deswegen, wenn wir zum Beispiel so große Gruppengebete mitten in der Innenstadt machen, ja, das ärgert den einen oder anderen Käfer. Aber irgendeiner ist da drunter, der das sieht und sagt, boah, da wäre ich auch gerne dabei. Guck mal, wie die Allah dienen. Bruder, ich war selber ein Käfer. Guck mal, wie die Allah dienen, guck mal, wie die alle zusammen sind. Bruder, solche Blicke haben Leute schon Islam angenommen. Und die anderen werden wütend sein. Was kriegen wir dafür, wenn die wütend sind? Kriegen wir Hasanat, Alhamdulillah, haben wir eben schon gesagt. Was hat Abu Bakr gemacht? Okay, war die Abmachung gewesen, hat er erstmal in seinem Haus gebetet. Aber dann ist ihm eingefallen, ich habe einen Hof, dann bete ich in dem Hof. Das ist mein Haus. Aber die Leute sehen das Gebet. Versteht ihr? Das heißt, wenn die Moschee zumachen, beten wir auf dem Marktplatz beispielsweise. Hat er auf dem Hof gebetet? Er hat also so gebetet, dass sie das Gebet trotzdem sehen. Die wollten ihn davon hindern, dass die Leute das Gebet sehen. Hat er einfach im Hof gebetet, das ist ja sein Haus. Bruder, diese Einstellung müssen wir haben. Das gibt so einen Spruch, kommen wir nicht über den Hund, kommen wir über den Stetz. Verstehst du? Deswegen, diese Einstellung muss man haben, nachher. Trotzdem gezeigt. Und was hat er am Ende gemacht? Dann kamen die, haben sich beschwert, immer durch 100, guck mal, der betet draußen, unsere Frauen stehen da, unsere Kinder stehen da, die Dummen von uns stehen da, die schauen sich das an, der ist eine Fitna für die und so weiter. Und das Dauer ist, öffentlich beten. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir dein Jibar zurück, ich bin zufrieden mit dem Schutz von Allah, Jibar von Allah. Das war Abu Bakr. Was war das? Das war eine Sache,
eine Tat, die eine Reaktion hervorruft. Das heißt Provokation. Die wollen das verbieten, der betet trotzdem draus. Nicht, ja, lieber nicht auffallen, geh lieber raus, das könnte Probleme bringen. Mach es lieber im Haus, ganz in aller Ruhe. Nee, der ist rausgegangen, damit sie ihn sehen. Kommt das an, Leute? Ja, ne? Arman al-Khattab, radiallahu anhu. Achi, als er den Islam angenommen hat, wird gesagt, es gibt verschiedene Überlieferungen davon. Und ihr müsst eins wissen, was die Sira angeht, gibt es viele Sachen, die nach dem Maßstab der Muhaddithun und Fuqaha da'if sind. So, da gibt es den Hadith, ich erzähle nicht alles, Umar al-Khattab, ja, der wollte zuerst den Propheten a.s. zum Töten, dann ist er zu sich nach Hause, hat seine Schwester Fatima mit ihrem Mann Sa'id ibn Zayd getroffen und dann gab es da ein Handgemenge, da hat er den Koran gelesen, im Endeffekt ist er zum Propheten gegangen, um Islam anzunehmen. Und er kam dort mit dem Schwert an, das war ein Riese gewesen, der Umar al-Khattab. Und einige Sahaba, die waren schockiert gewesen, die haben schon Schock gehabt. Und dann meinte Hamza ibn Abdul Muttalib, wenn er im Guten kommt, geben wir ihm das. Wenn er mit schlechten Absichten kommt, töten wir ihn mit seinem eigenen Schwert. Weil wer ist derjenige, der es aufnehmen kann mit Umar al-Khattab? Kann keiner aufnehmen, also in diesem Fall... Hamza ibn Abdul Muttalib ist eigentlich wahrscheinlich der stärkste von allen Sahabern gewesen. Also ich glaube nicht, ich meine, das müsste man vielleicht nochmal genau überprüfen, aber das, was ich bisher gesehen habe, es gibt keinen, der so stark war wie Hamza ibn Abdul Muttalib. Es gibt diese Krieger, Abu Dujana, Ali, Omar, ja, aber ich glaube, an Hamza ibn Abdul Muttalib kommt keiner ran. Allahu alam, aber das würde ich gerne mal prüfen, mal mit Gelehrten drüber reden. Aber auf jeden Fall, das ist eine gute Frage. Aber auf jeden Fall, Hamza ibn Abdul Muttalib wollte die Tür aufmachen. Aber da gab es noch einen Mann, der noch tapferer war und noch furchtloser war als Hamza. Und der hat die Tür geöffnet. Wer war das? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Das muss man wissen, der Prophet, ach, ist ein Krieger. Der ist ein Mann. Und der hat den Umar genommen, hat ihn runtergezogen. Und hat gesagt, ist für dich sinngemäß, ist für dich nicht Zeit im Islam. Und Umar hat den Islam angenommen. Was hat Umar danach gemacht? Es gibt zwei Sachen. Der hat einmal gesagt, wer Ankal Hadith, wer ist derjenige, der am schnellsten, so das größte, die Medienhochburg hier ist, ja, der alles rumquatscht sofort. Der die Nachricht am schnellsten weitergibt. Da war ein gewisser Jamil. Hatte diesen Jamil das gesagt? Und der ist direkt losgelaufen, hat allen erzählt. Aber zu einem ist er selbst persönlich gegangen. Zu wem? Zu den Frauen dieser Umma. Der schlimmste Feind zur damaligen Zeit des Propheten. Wer war das? Nicht Abu Sufyan. Abu Sufyan radiallahu anhu hat ja auch später Islam angenommen. Sondern Abu Jahl. Abu Jahl ist Frauen dieser Umma. Und natürlich Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, diese ganze Leute. Aber Abu Jahl, das ist der schlimmste von allen. Auf jeden Fall, der Abu Jahl hat er ihm selber persönlich gesagt, dass er den Islam angenommen hat. Achi, da haben sich die Leute vor seinem Haus gesammelt. Warum hat er das gemacht, Achi? Ist das Provokation? Das ist eine Tat, die eine Reaktion herausfordert. Das ist Stärke zeigen. Was ist dann passiert? Die standen vor seinem Haus. Da hat er sich mit denen gekloppt, geprügelt. Yukatilunahu oder yukatiluhum? Steht um links. Bis die Sonne über ihn stand. Das heißt, das ging stundenlang weiter. Hin und her. Achi, das sind Leute, die haben sich nicht klein kriegen lassen. Das ist die erste Sache. Dann, Ibn Mas'ud, was sagt er darüber? Was sagt er über den Islam von Umar? Inna Umar kana Islamu fathan. Sein Islam war ein Sieg. Deswegen, der Prophet, sein Islam war eine Eroberung, eine Eröffnung. Wahidratu kanat nasran. Ja, eine Hilfe, ein Sieg, zum Sieg. Wa imaratu rahmatan. Und seine Herrschaft, eine Barmherzigkeit. Und dann sagt er weiter, der Ibn Mas'ud sagt er, ja, Lakat kunna manusalli in der Kaaba. Wir haben nicht an der Kaaba gebetet. Ja? Falamma
فلما أسلم عمر قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة فصلينا معه. Und als Omar Islam angenommen hat, ja, wir haben also nicht an der Kaaba gebetet. Man muss wissen, Ibn Mas'ud war jemand, der ganz dünn war. Wer hat noch an der Kaaba gebetet? Der Prophet, a.s.w. Aber viele waren schwach, die konnten es nicht erlauben. Omar, die sagen, Ibn Mas'ud, als Omar al-Khattab Islam angenommen hat, hat er die bekämpft. Und dann hat er an der Kaaba gebetet und haben wir mit an der Kaaba gebetet. Deswegen heißt er Al-Faruq. Es wird gesagt, als er den Islam angenommen hat, das ist eine Überlieferung, die auch nach den Hadith-Gelehrten schwach ist, aber die wird in vielen Sira-Büchern überliefert. Als sie den Islam angenommen haben, Umar al-Khattab, ist der an der Spitze und hinter ihm die Sahaba und an der anderen Spitze Hamza ibn Muttalib und in der Mitte der Prophet a.s.w. Und dann sind die durch die Straßen von Medina gegangen. Achi. Guck dir diese. Durch die Straßen von Mekka gegangen. Also an der einen Linie Hamza, an der anderen Umar, in der Mitte der Prophet a.s. Ja. Dann weiter. Jetzt. Oh ja. Guck mal. Und diese Geschichte, die wird auch erzählt von Ibn Hajar in Al-Isaba und von Zahabi in Sira Nabawiyyah. Das habe ich gerade erzählt, dass sie also so durch die Straßen gegangen sind. Dann was anderes. Als Omar al-Khattab Islam angenommen hat, bei den Propheten, das war ein Dar al-Arkam ibn Abil Arkam. Was haben die Sahaba gemacht? Allahu Akbar haben die geschrien. Ja? Das heißt, aus Freude Allahu Akbar, dass man das, wird gesagt, von Dar al-Arkam bis zur Kaaba gehört hat. Heute, das könnte die ärgern. Das gefällt ihnen vielleicht nicht. Ist es ein Verbrechen? Ist kein Verbrechen. Hätten wir schon eine Anzeige bekommen, verstehst du? So, worüber man sich streiten kann, ist, dass man sagt Takbir und dann, dass die anderen sagen. Ja, diese Sache, weil die Sahaba haben das nicht so gemacht, dass zum Beispiel einer Takbir gesagt und die anderen das danach gesagt haben. Aber ich habe in dieser Sache mit Sheikh Abu Saq geredet, dass wir das nicht machen wegen Ibadah-Gründen, sondern um die Freude halt herauszuholen. Und nicht, weil wir das als eine Ibadah sehen. Er hat gesagt, weil ich habe gesagt, dass ich damit auch die Leute motiviere, weil viele haben halt diesen Minderwertigkeitskomplex, dass man halt verinnerlicht, Allah ist der Größte. Und er hat gesagt, er sieht da keinen Schaden drin, dass man sowas zum Beispiel sagt, zum Beispiel, wenn man in der Halle ist und nimmt jemand den Islam an und man macht zum Beispiel Allahu Akbar und die ganzen Leute machen mit. Er sieht da keinen Schaden drin. Da gibt es vielleicht einen oder anderen. Ich habe auch hier Fatwa von Sheikh Uthaymin. Sheikh Uthaymin sagt, dass das aber nicht aus der Zeit des Sahaba bekannt ist, dass jemand Takbir sagt und die anderen haben Allahu Akbar gesagt. Ja? So, dann, wie gesagt, das sind erstmal hier, wir sind jetzt schon bei Umar al-Khattab angekommen und ihr habt jetzt gesehen, Leute, was das ist. Guck mal, Bruder, was die für eine Stärke gezeigt haben. Bruder, und dann Umar al-Khattab, als er ausgewandert ist, was hat er gemacht? Der hat sich sein Schwert genommen, seinen Bogen genommen, hat erstmal bei der Kaaba gebetet, hinter Maqam Ibrahim. Und da hat er zu denen gesagt, dass er jetzt auswandert. Viele sind versteckt rausgegangen. Und sozusagen nach dem Motto, wer will, dass seine Frau für ihn trauert, der findet mich in diesem Tal. Das heißt, den mache ich den Kopf kürzer. Das war Umar al-Khattab. Das waren Männer. Und keine Pampers-Rocker und Heulsusen. Deswegen möge Allah uns so machen wie diese Leute. Ich habe von Bilal erzählt. Er wird klein gemacht, er sagt Ahad und Ahad. Also sei doch lieber leise, sei lieber leise. Nein, Ahad und Ahad. Das ist das, was die Gelehrten aufzeichnen. Authentisch ist so authentisch. Abu Dhar, authentisch, der steht vor der Kaaba, lässt sich nicht klein kriegen. Abu Bakr, ja? Die verbieten ihn vor der Kaaba zu beten. Er sagt, okay, ich habe meinen Schutz. Dann betet er in seinem Hof. Als sie ihm verbieten wollen, im Hof zu beten, sagt er, nein, ich bete so, dass die Leute mich sehen. Er lässt sich nicht kleinkriegen, aber das sind denen ihre Gesetze. Versteht ihr? Bruder, in Deutschland, wir haben nie dazu aufgerufen, ein Gesetz zu übertreten. Versteht ihr? Die Stadt gibt dir die Erlaubnis, in der Stadt zu beten. Verstehst du, was ich meine? Das muss man dazu betonen.
Weil ich möchte immer diese Beweise zur Realität, zu unserer Situation bringen. Wenn die, obwohl ihnen verboten wurde zu beten, öffentlich, trotzdem gemacht haben, wie ist es dann erst mit jemandem, der die Erlaubnis hat, das zu tun? Versteht ihr, daran seht ihr aber, was für eingeschüchterte Kanickel wir geworden sind. A'udhu Billah, oder die Muslime. Bürger lassen uns stärken. Ja, die Geschichte mit Ibn Dhurunna. Dann Umar al-Khattab. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Ach, wie der den Islam angenommen hat. Das ging direkt raus, von heute auf morgen. Der hat erstmal Bescheid gesagt und so weiter. Ich habe schon gesagt, liebe Brüder, das müssen wir wissen, es gibt in der Sira, im Allgemeinen diese ganzen Geschichten, vor allem was die Geschichte von Umar al-Khattab in Islam angenommen gibt, gibt es viele Sachen, die nach dem Maßstab der Hadith-Gelehrten nicht authentisch sind. Viele Einzelheiten, die man nicht unbedingt genau, aber vom Sinngehalt her, diese Kraft, diese Power, die er gezeigt hat, das ist ganz klar sicher. Hier geht es aber nur um die Annahme des Islams. Als er rausgegangen ist aus Mekka nach Medina, ist authentisch. Ja, auch diese ganzen Sachen, die wir erzählt haben, was Ibn Mas'ud über ihn gesagt hat, auch dass er die bekämpft hat und so weiter. Die einzige Sache, die nicht so, wo man nicht so genau weiß, ist die Geschichte mit dem Haus von Dar al-Arkam ibn Abi al-Arkam. Ja? Dass er dorthin gegangen ist, ja? Dass der Prophet ihn an sich herangezogen hat und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, ja? Wie ich schon gesagt habe, und der Imam Ahmed sagt hier, wenn wir zum Tarikh, zur Geschichte gekommen sind, wie zum Beispiel Sira, waren wir etwas toleranter. Weil es geht nicht um Ahkam. Ja? Weil in Ahkam, da sind sie ganz genau in diesen Sachen und Akida. Das nur mal dazu. Aber auf jeden Fall. Wir haben also diese ganzen, dann haben wir Uthman ibn Maf'un erwähnt. Der ist in einer Sitzung, von so einem Sha'ir und redet dagegen. So, und jetzt haben wir aber noch jemanden, der ja, für meine Begriffe noch härtere, noch stärkere Stellungen hatte. Wer war das? Das war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ach, und der Prophet wird heute von einigen dargestellt, a'udhu billah, wie so ein Hippie, den du durch die Straßen treten konntest. Ja, stimmt, der Prophet wurde angegriffen und der Prophet hatte Geduld gehabt. Und der Prophet sind verschiedene Sachen, aber der Prophet war kein Ducker gewesen, niemals. Er war ein Mann mit Ehre gewesen. Volles Programm. Es war kein Ducker, ja stimmt. Man hat auf seinen Rücken getreten, man hat ihm Eingeweide auf den Rücken gemacht. Aber was hat er gemacht? Das ist das, was wir verstehen müssen. Er hat weitergemacht. Am nächsten Tag stand er wieder dort und hat seine Dawa gemacht. Und die erste Geschichte, die ich euch erzähle, ist mit dem Sohn von Abu Lahab. Also der Sohn von Abu Lahab kam zum Propheten und hat zu ihm gesagt, sinngemäß, dass er nicht an den glaubt, verdenne, fatadella, verkerne, kabe, kauseini, wa adna. Au adna. Verkerne, kabe, kauseini, wa adna. Fa'auha ila abdihi, ma'auha. Aus Surat al-Najm, die 53. Sura, einige Verse. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt? Er hat zu ihm gesagt, Allahumma sallit alayhi kelben min kilabik. O Allah, lasse einen, sende auf ihn einen Hund von deinen Hunden. Später ist Ibn, der Sohn von Abu Lahab, der hieß Utba oder Utayba, ich glaube Utba hieß er, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall vom Sinn her, ist auf einer Reise gewesen nach Scherm und plötzlich kam ein Löwe und dann hat der Utba schon gesagt, Ya weil achi hua. Ja, der hat also gesagt, wehe mir, dieser Löwe wird mich fressen, wie der Prophet, wie Mohammed der Dua auf mich gemacht hat. Das hat er schon geglaubt. Und dann kam der Löwe und hat seinen Schädel zerquetscht. Er ist also vom Löwen getötet worden nachher. Die Dua. Und ich sage euch eins, es wird oft gesagt, der Prophet hatte keine Wunder. Es gibt keinen Propheten, der so viele Wunder hat wie der Prophet, a.s. Schon bei seiner Geburt, nach seiner Geburt,
Überall. Nur, wir betonen das nicht. Weil wir betonen den Koran, der in unseren Händen ist. Aber es gibt keinen Propheten, den... Also mir ist es zumindest nicht bewusst. Ich kenne keinen Propheten, der so viele Wunder hat. Ich habe von keinem Propheten so viele Wunder gehört. Nicht von Jesus, nicht von Moses. Ja? So viele Wunder, das ganze Leben ist voll. Guck mal hier, der macht die Dua, der wird danach vom Wolf gefressen, vom Löwen zerquetscht. Dann, jetzt, hört euch diese Geschichte an. Oder gehen wir von Ibn Abi Lahab zu Abu Lahab erstmal. Machen wir es erstmal locker. Da war ein Markt gewesen, der hieß Dilmajaz. Dilmajaz war der Markt, wo die ganzen Leute sich getroffen haben. Und da kamen auch Shuara, also Leute, die die Poesie gemacht haben. Und die Leute haben sich gesammelt und zuhört. Und wer ist dorthin gegangen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil dort viele Menschen waren. Der wollte viele auf einmal erreichen. Der hat nicht gesagt, oh ja, nein, ich ziehe mich lieber zurück. Und das war schon eine Provokation an sich gewesen, dass er dorthin geht. Und wer war hinter ihm? Abu Lahab. Immer wenn der Prophet irgendetwas erzählt hat, ist Abu Lahab danach gekommen und hat gesagt, der hat gelogen, der hat falsch erzählt. Was war das? Das waren die Medien von früher gewesen. Das waren die Medien von früher. Aber der Prophet hat nicht gesagt, oh, ich mache lieber nichts mehr, ich gehe lieber nicht dorthin, weil sonst könnte Abu Lahab danach kommen, was Schlechtes über mich erzählen, und dann könnten die Leute ihm glauben, und das würde dem Bild des Islam schaden. Das ist nämlich das, was heute ist. Heute ist, zieh dich lieber zurück, sonst könnten die Medien kommen, könnten was Schlechtes erzählen, das könnte dem Islam schaden. Ach, dem Islam kannst du nach 11. September, Anschlägen in Madrid, Anschläge in London, Tausende Ehrenmorde oder Hunderte oder Dutzende Ehrenmorde und asoziales Verhalten von einigen Muslimen in Deutschland kannst du nicht mehr schaden. Das ist, die Zeiten sind vorbei, Alhamdulillah. Du kannst es nur noch besser machen. Deswegen nicht immer diese Angst, der könnte was erzählen. Hat der Prophet sich zurückgezogen? Hat er gesagt, nee, dann ziehe ich mich lieber zurück und rede nicht mehr? Der ist trotzdem dorthin gegangen. Ja? Das erstmal zu dieser Sache. Das erstmal zu dieser Sache mit Abu Lahab. So, und jetzt, das wollte ich kurz mit erwähnt haben, dass der Prophet trotzdem immer dahin gegangen ist und trotzdem weitergemacht hat, obwohl sie ihn verbieten wollten, obwohl sie machen wollten. So, jetzt. Der Prophet, eines Tages geht er um die Kaaba. Um die Kaaba. Er macht das, gerade die Kuffar, ja, reden über ihn und jetzt kommt er. Macht er auf. Als er an ihnen vorbeikommt, die sind im Hijr, ja, an der Kaaba, sind sie über ihn am Lästern und sind so Sachen in seine Richtung am Sagen. Und der Überlieferer sagt, und ich habe in seinem Gesicht gesehen, dass das dem Propheten, das war glaube ich Abdullah ibn Amr ibn As, der Sohn von Amr ibn As, der Überlieferer ist, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall der Überlieferer sagt, er hat das im Gesicht gesehen vom Prophet, das hat ihm nicht gefallen, was sie gesagt haben. Er macht die zweite Runde, als er bei denen ankommt, sind die wieder und ihre Sachen sind über ihn am Lästern oder schlechte Sachen am Sagen, beschimpfen in der Richtung. Ja? Und er sagt, ich sehe in seinem Gesicht, das gefällt ihm nicht. Er geht das dritte Mal, kommt bei denen an, Allahu Akbar, und dann bleibt er stehen. Die sind wieder am Lästern. Da sagt er, atasma'una, ya ma'asha Quraysh. Hört ihr? Hört ihr gut zu, ma'asha Quraysh? Waladhi nafsi Muhammad biyadi. Waladhi nafsi Muhammad biyadi. Bei dem, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist. Jiktukum bidhabih. Ich bin zu euch mit dem Schlachten gekommen. Ich bin gekommen, um euch zu schlachten, sinngemäß. Ach, der ist alleine. Ach, dort sind die ganzen Feinde. Atasma'una, ya ma'asha Quraysh? Wallahi nafsi Muhammadin biyadi jittukum bidhabi. Ach, die wussten gar nicht, was sie sagen sollen. Ach, die ganze Gruppe. Diese Isa, guck das an. Stell dir mal vor, so eine Aktion bringst du heute. Bruder, guck mal, das hat alles seinen Kontext.
Ich will jetzt nicht sagen, geh raus, sag, wir wollen euch abschlachten oder sowas. Nicht, dass man das falsch versteht. Was ich nur sagen will, Bruder, ist diese ewige Pazifismus und dieses ewige, oh, sag dies nicht, sag das nicht. Achi, versteht ihr, da kommt irgendjemand. Achi, guck mal, wo ich bei Maischberger war. Weißt du, was einige Muslime gesagt haben? Habt ihr mich bei Maischberger gesehen? Weißt du, was einige Muslime gesagt haben? Ja, der war aber, der war zu aggressiv gewesen. Was? Ich war höchstens zu unaggressiv gewesen, Achi. Also man hätte noch mehr mal rausholen können. Also ich war zufrieden gewesen damit. Aber ich meine als Beispiel. Bruder, der sah, Bruder, guck dir das mal an. Bruder, wir sehen diese Leute, Muslime sehen die Kuffar so groß, weil sie vor ihnen auf ihren Knien hocken. Und herumkriechen auf ihren Knien vor ihnen. Das muss aufhören. Wir sind keine Kriecher. Jitukum bizab, Achi. Guck dir diese Sache an. Willst du noch eine bessere Aktion hören? Okay, also, vielleicht haben wir echt die Left darin. Fatima ist an der Kaaba und die Quraysh sitzen dort. Guck dir diese Sache an. Wenn du Forsch verlas, das sagt Umar Abdulaziz. Wenn jemand Angst vor Allah hat, Allah lässt alle Menschen vor ihm Angst haben. Und wenn du keine Angst vor Allah hast, hast du danach vor allen Leuten Angst. Das ist unser Problem. Wenn du Angst vor Allah hast, Allah lässt alle Menschen vor dir Angst haben. Aber wenn du keine Angst vor Allah hast, was passiert dann? Dann hast du danach vor allen Leuten Angst. Der Prophet Fatima ist ein Mädchen. Die war noch relativ jung in dieser Zeit. Ja. Eine junge Frau, oder ich weiß nicht genau, wie alt sie war, auf jeden Fall war sie noch jung, auf jeden Fall. Es war in der mekkanischen Zeit. Sie hört die Quraysh, einige von den Quraysh, von den Mushrikun, reden über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagen und erwähnen ihre Götzen, das zu unterstützen. Lat wa Uzza wa Manat wa Naila wa Isaf. Naila wa Isaf sind auch zwei Götzen, die sie angebetet haben, da haben wir schon mal drüber geredet, auf jeden Fall. Das war ein Mann und eine Frau, die wollten neben der Kaaba Sina machen, hat Allah sie verwandelt. Ja, und sie sind dann, nachher haben sie die dann angebetet. Aber auf jeden Fall, da haben sie gesagt, wir wollen ihn töten. Wenn wir ihn sehen, töten wir ihn. Was hat der Fatima gemacht? Fatima hat geweint. Und sie ist zum Propheten, hat ihm das gesagt. Geweint. Stell dir vor, deine Tochter kommt zu dir und sagt, guck mal, die wollen dich töten und so. Klar, die liebt ihren Vater. So. Jetzt, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf gemacht? Er sagt, echt, wollen mich töten? Boah, lass uns lieber, was machen wir denn jetzt? Ja, ich meine, der Prophet kann natürlich Angst haben, ist ein Mensch. Ja, das kann auch sein. Aber jetzt guck dir diesen Mokif an. Oh, dann höre ich lieber auf, die Dawa zu machen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht hätte ich nicht so öffentlich aufrufen sollen. Oh, die wollen mich töten. Was hat der Prophet gemacht? Arini Wudu'an, das heißt also nach dem Motto, bring mir Wasser. Hat der Wudu gemacht. Dann ist er zur Kaaba gegangen. Dann haben sie ihn gesehen, als er dort ankam. Also er ist direkt zu denen hingegangen. Er hat die direkt konfrontiert. Die sagen heute zu uns immer, ihr dürft nicht so die Leute immer so konfrontieren. Konfrontiert ihr zu viel. Der ist direkt dorthin gegangen. Da hat er sich vor die gestellt. Die haben ihn gesehen, da haben die Augen schon runtergemacht. Manchen hang das Kinn bis zur Brust. Dann hat er Erde genommen. Der ist runtergegangen, hat er Erde genommen. Hat er gesagt, Shahad Wuju. Mögen eure Gesichter hässlich werden, hat er mit dem Staub beschmissen. Alle, die der Staub getroffen hat, alle, die Steinchen getroffen haben, sind bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam draufgegangen. Achi, guck dir das mal an, Achi, was das für eine Aktion ist, Achi. Wallahi, und wir haben, du weißt, Bruder, ich habe das hier in diesem ganzen Büchern, Rahik al-Maktum, dann Siru Rasulullah von Muhammad Mul al-Masri, Fikus Sunnah, Fikus Sira und so weiter. Ach, überleg dir mal diesen Mokef, Achi, dass das ein Mensch ist. Und ich will jetzt etwas dazu sagen. Oder jetzt könnte man sagen, ja, was will man jetzt dagegen noch sagen? Versteht ihr?
Jetzt kommen natürlich Einwände. Es wird gesagt, guck mal, aber manchmal hat er nichts gesagt. Einmal hat mir einer erzählt, der Prophet hat sich nie verteidigt, wenn etwas gegen ihn gesagt wurde. Erstmal, das ist falsch. Das ist erstmal ein super falscher Vergleich, weil der Prophet hat den Koran vorgelesen und der Koran hat ihn verteidigt. Die sagen zum Beispiel, ja, ihn lernt irgendjemand anders. Dann kommt der Koran und sagt, aber der, der ihn beibringen soll, der spricht gar kein richtiges Arabisch, sinngemäß, ja? Also der Koran macht darauf Aufmerksam, ich übersetze jetzt nicht den Koran direkt. Das heißt, der Koran hat ihn verteidigt. Das heißt, wenn dich jemand anders verteidigen kann gegen die Lügen, die über dich erzählt werden, ist das was anderes. Aber zum Beispiel der Prophet hat auch seine Ehre verteidigt. Er ging einmal in Medina mit Salama und da kamen einige Sahaba. Hat er sie zurückgerufen und hat gesagt, das ist Salama. Damit nicht jemand auf die Idee kommen könnte, zu denken, dass der Prophet nachts mit irgendeiner Frau rummarschiert. Da haben die gesagt, ja, wie können wir so sinngemäß, wie können wir sowas von dir denken, Gesandter Allahs? Da meint der Gesandter Allahs, dass der Satan durch den Menschen durchläuft wie sein Blutkreislauf. Das ist dieser Kontext von dem Hadith. Das heißt, der hat sich schon sehr verteidigt, das ist falsch. Oder glaubt, dass mir so etwas erzählt hat mir jemand präsentiert. Er hat sich nicht selber verteidigt. Die anderen haben ihn verteidigt. Und er hat sich aber auch in einigen Situationen selber verteidigt. Und gegen die Sachen geredet. Außerdem, Ibrahim a.s. hat sich verteidigt. Wenn sie irgendetwas über ihn erzählt haben. Er hat seine Götter, er hat den wahren Gott verteidigt. Dann die andere Sache ist, guck mal, wenn ein Abu Jahl und so weiter nur dummes Zeug jetzt reden, dann ist das wieder eine andere Sache. Aber außerdem, was hat er gemacht bei Abu Jahl und Abu Lahab? Er hat seine Botschaft weitergemacht. Und die Botschaft hat das widerlegt. Hat nicht gesagt, ja, wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück, ansonsten könnten die was Schlechtes über mich erzählen. Ja? So. Wie gesagt, was könnte es noch für Einwände geben gegen das? Man könnte sagen, ja, aber guck mal zum Beispiel, Aisha radiallahu anha, sie hat einmal, da kam ein Jude zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, Assalamu alaikum, das heißt der Tod auf dir. Aisha war daneben, was hat sie gemacht? Sie hat ihn beschimpft. Ja, dass sie die Leute von Affen und Hunden, übrigens die Juden, die heute leben, stammen nicht von Schweinen und Affen ab, ja. Nur, dass man das sagt. Es gibt Juden, die umgewandelt worden sind, aber der Prophet, es gibt in Sahih Muslim Hadith, wenn ein Volk umgewandelt wurde, das heißt verwandelt wurde, zum Beispiel in Schweine, Affen oder was auch immer, dann haben die keine Nachkommen. Es gibt heute viele Muslime, die sagen, die Juden sind die Nachkommen von Schweinen und Affen. Das stimmt nicht. Sondern bestimmte Juden, die am Sabbat gesündigt haben, sind von Allah verwandelt worden. Diese speziellen Juden. Und nicht alle Juden. Und nicht, die haben keine Nachfahren mehr gehabt. Okay? Gut, das wollte ich nur gesagt haben. So, nur kurz so. Dann hat der Prophet sie getadelt. Weil sie diesen Juden so beschimpft hat. Weil er hat gesagt, wa alaikum. Hat er nur gesagt, nur auf dich dasselbe. So. Wie verstehen wir das jetzt? Auf der einen Seite sieht man solche Aktionen. Und zum Beispiel Abu Bakr radiallahu anhu bei Sulh Hudaybiyah, wisst ihr, was er dort dem Suhail ibn Amr, was er dem für einen Spruch reingedrückt hat? Wisst ihr das? Der Suhail ibn Amr hat gesagt, ach, guck mal, du hast nur so verschiedene Leute hier und von dort und so weiter. Die werden dich beim Kampf, werden die dich sowieso verlassen. Was hat der Abu Bakr zu ihm gesagt hat? Das kannst du gar nicht glauben. Lutsch am Klitoris von Lat. Der gesagt hat, den folgenden Spruch handelt. Der Prophet hat ihn nicht getadelt in diesem Moment. Was ich damit sagen will ist, guck mal, hier ist es so und da ist es so. Es ist kein Widerspruch, sondern es gibt verschiedene Situationen. Versteht ihr? Es gibt verschiedene Situationen. Aber da, wo der Prophet stark gewesen ist, habe ich gemerkt, oder habe ich den Eindruck, wie zum Beispiel Mekka, als er Mekka erobert hat, ja, was hat er gemacht? Entum Tulaka, ihr seid frei. Als er anscheinend schwach war, hat er immer die absolute Stärke gezeigt. Wie in dieser Zeit von Mekka, wo er eigentlich noch schwach war. Aber eigentlich sollten wir nicht sagen, er war schwach. Und eigentlich sollten wir Muslime, auch wir jetzt,
Wir sollten nicht sagen, wir sind schwach. Wir sind uns selber am Programmieren, wir sind schwach, wir sind schwach. Wir sind nicht schwach. Ach, die Muslime haben in der Raswa von Hunain mit 3000 Mann 200.000 Römer in Schach gehalten. Die haben die Schlacht nicht gewonnen im Sinne, dass die in die Flucht geschlagen haben direkt. Aber im Endeffekt haben sich beide zurückgezogen, beide Parteien. Achi, deswegen, Achi, auf die Zahl kommt es nicht an. Im Gegenteil, das Verlassen auf die Zahl, habe ich Schlacht von Hunain gesagt? Ich habe Schlacht von Hunain gesagt, nein, nicht Schlacht von Hunain, die Schlacht von Mu'ta. Die Schlacht von Mu'ta waren die Muslime 3000 und die Kuffar waren 200.000 gewesen, ja, die Römer. Bei der Schlacht von Hunain waren die auch mehr, aber bei der Schlacht von Hunain war genau was anderes. Da haben die Muslime gesagt am Anfang, oh, bei dieser Anzahl von Leuten, da können wir doch gar nicht besiegt werden. Und dann sagt Allah im Koran, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمُ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَدَاكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ. In Surah At-Tawbah, ja, Allah sagt dort, Allah hat euch schon oft geholfen und bei der Ghazwa von Hunain, als ihr mit eurer Anzahl zufrieden wart und ihr habt euch am Ende was? Nichts genützt und ihr seid laufen gegangen. Und es sind viele Leute laufen gegangen, aber der Prophet und einige ausgewählte Sahaber sind stehen geblieben. Und dadurch, dann hat Abbas gerufen, dann kamen die anderen wieder zurück. Das heißt, es kommt nicht auf die Anzahl. Und ich wollte jetzt nochmal kurz gucken. Ja, genau hier. لَقَدْ نَصَرْكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمُ هُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَدَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Das heißt, Allah hat euch schon an vielen Orten zum Sieg geholfen und auch am Tag von Hunain, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte. Das heißt, die waren so viele, hat denen aber nichts genutzt am Ende. Aber Allahs Hilfe kam am Ende dann, doch, als sie zurückgekehrt sind. Deswegen kommt nicht auf die Anzahl an. Wir sind nicht schwach, wir sind stark, wenn wir am Wort Allahs festhalten. Antal jama'a wa law kunta wahdak. Du bist die Gemeinschaft, selbst wenn du alleine bist, wenn du am Wort Allahs festhalten und das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gut, Bruder, ich denke, das reicht für heute. Oder gibt es irgendwelche Fragen hierzu zum Thema? Oder irgendwelche Einwände, die irgendjemand haben könnte dagegen, was wir gesagt haben? Guck mal, Bruder, es gibt vielleicht einige Leute, die werden sagen, ja, guck mal, es gibt vielleicht einige Leute, die schämen sich deswegen. Ach, die werden vielleicht diese Hadithe nicht erzählen, die der Prophet gemacht hat. Die, ja, boah, was hat er gemacht? Achi, Islam ist eine Religion des Friedens, stimmt. Aber Islam ist kein Pazifismus. Und Islam ist eine Religion, die realistisch ist. Und da wird Stärke mit Stärke zurückgegeben. Ganz einfach. Und das ist das, wovor die Kuffar Angst haben. Und deswegen versuchen die, dieses Bewusstsein der Muslimen zu nehmen. Ja? Und das ist sehr schwer, weil die Muslime, die sind programmiert. Jeden Tag hören die von den Moscheen Allahu Akbar. Das ist ganz wichtig, denn das ist in unseren Herzen, dass Allah der Größte ist. Das muss in unseren Herzen weiter bleiben, dass Allah der Größte ist. Wie gesagt, Brüder, möge Allah uns festigen. Möge uns stark. Und ich sage nochmal, nicht, dass jetzt jemand einer auf die Idee kommt, sondern wir benehmen uns weiter, so wie bisher. Aber das heißt noch nicht, dass man sich unterwürfig zeigt, dass man sich auf der Nase rumtanzen lässt. Und ich wollte ihm nur zeigen, dass das Dauerverständnis, wie wir es haben, genau das Richtige ist. Denn das, was wir haben, was wir machen, ist weit weniger, sogar wenn man, wir sind vielleicht zu wenig provokant, wenn man diese Sachen sieht. Guck mal, ich habe zum Beispiel einmal Dua gegen den Verfassungsschutz gemacht. Habe ich gesagt, versteht ihr? Ach, dann sind dann Brüder im Internet, oh, wie kann er nur? Und ich habe noch nicht mal mit Namen persönlich gemacht. Ich habe gesagt, die diese Sachen machen, möge Allah mit ihnen dieses und jenes machen. Bruder, glaub es mir. Und dann habe ich einmal gesagt, die werden alle einzeln verrecken, ihr werdet das sehen. Ach, hier, guck mal, was der Prophet gemacht hat. Wie oft hat er Dua gemacht gegen Leute?
Steht die Ache, die Leute kennen den Islam nicht, das ist das Problem. Und ich habe nicht mit Namen jemanden einzeln erwähnt. Übrigens, der Verfassungsschutz wird jetzt diskutiert, ob der aufgelöst wird. Ne? Aber ich sage nur den Leuten vom Verfassungsschutz, egal ob ihr aufgelöst werdet oder nicht, es wird euch alles nichts nützen, wenn ihr sterbt. Und bekämpft den Islam weiter so mit euren hinterhältigen Methoden. Ja, dann werdet ihr in die Hölle gehen. Möge Allah uns alle festigen. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.